Sagen Sie bitte, wie Sie heißen und woher Sie kommen und für wen Sie arbeiten. Hobbys, Schuhgröße genau. Was machen Ihre Eltern? Und Vorstrafen. Hi, Pavis Kosrabi von RTL Fernsehen. Vorstrafen keine. Oh, das selten bei RTL. Jetzt kann ich noch sagen, wir sind Lena. Wir haben ja gerade erst gewonnen. Wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Wir haben nach der Veranstaltung haben wir gefeiert und sind nach Hause geflogen und jetzt sitzen wir hier. Ja. Und wir wollen uns gleich jetzt nachher mal alle zusammensetzen und mal gucken, was wir jetzt. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen machen. Das wird ein lustiger Europaurlaub für Lena. Ja. Das werden wir aber erst noch besprechen. Das wissen wir jetzt noch gar nicht, oder? Nee, gucken wir mal. Ja, Tag zusammen. Markus Hoffmann vom WDR in Köln. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Große Frage an Sie beide vielleicht. Was würde denn für diese tolle Stadt hier sprechen, den nächsten Contest hier auszutragen? Bitte nochmal. Stadt Köln. Was würde für diese tolle Stadt sprechen, diesen Contest hier auszutragen? Ah, es gibt ja, wie gesagt, es gibt viele tolle Städte in Köln mit tollen, großen Hallen. Da spielen. Im Zweifel muss man was bauen, was groß genug ist. Ja, Viola Rodemann von RTL auch. Sie sind ja nicht nur Siegerin geworden, Sie sind jetzt auch Nationalheldin eigentlich. Wie geht man damit um? Gibt es irgendjemand, der Sie auf dem Teppich hält oder brauchen Sie das gar nicht? Gott sei Dank nehme ich das nicht so ernst. Also Stefan sagt immer, es ist Unterhaltung und das ist es. Und es ist nicht mehr. Nur Musik. Es ist nur Musik. Raste jetzt nicht aus deswegen. Also das ist schon ganz schön geil alles und das macht mir auch unglaublich viel Spaß und ich weiß das zu schätzen und das ist wahnsinnig, aber ich drehe jetzt nicht durch. Das ist nicht so wichtig. Das machen Sie ja schon. Also es ist nicht so wichtig für mich. Es ist schön und es ist wahnsinnig, aber es ist kein Grund abzudrehen. Fertig. Aber ich finde, wenn es der FC Bayern schon nicht schafft, dann müssen wenigstens wir das Triple holen. Ja, klar. Um 0 Uhr, weiß nicht, war es 11, als feststand, dass Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen hat, küssten sich wildfremde Männer auf den Mund. Ja, Lena kann auch übers Wasser gehen, wenn sie möchte. Hier vorne am Rhein können wir es gerne machen. Hallo, guten Morgen. Alfons Kaiser von LVZ in Frankfurt. Können Sie noch leiser sprechen? Ja. Gut. Wir arbeiten ziel- und ergebnisorientiert und deswegen sollte man die besten Kräfte bündeln, um diesen Erfolg und auch die Freude bei den Menschen, die wir dadurch generiert haben, auch noch ein weiteres Mal zu erzeugen. Und es würde ja auch in der Nationalmannschaft keinen Sinn machen, wenn sie den besten Torschützen zu Hause lassen. Aber Lena könnte auch mit gerissenen Bändern singen, glaube ich, und würde trotzdem gewinnen. Bei Stimmbändern. Stimmbänder nicht, auch dann.